Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den historischen Rom. Wir stehen hier zwei, anderthalb Armeen gegenüber. Und hier unten ist noch eine Flotte, aber das, und hier ist noch ein, okay, alles klar. Gut, wir werden jetzt, es ist 77 vor Christus. Das heißt, wir haben jetzt noch 5 Jahre, um Türkei einzunehmen. Die haben nicht komplett Türkei eingenommen, also zu diesem Zeitpunkt, also 100 vor Christus bis 0. Sie haben hier eine Blase gelassen quasi. Also ich werde jetzt noch Sinope einnehmen. Deshalb werde ich den Pergamonianern lassen. Und Cilicia werde ich dann einnehmen. Und dann geht es schon Richtung Jerusalem runter. Und mir kommt gerade, dass Saba extrem groß ist. Die haben Parthien weggeschleudert. Was ist denn los? Das ist auch noch Saba? Hier ist Seleuki. Da hinten sind die Seleukiden. Junge, hier ist auch noch Saba? Hier ist Saba? Yo! Das wird interessant. Ich gehe mal scouten. Also das ist sowieso eine Level 1er. Die bringt mir hier nicht viel. Genau. Gut, ich muss mal wieder reinkommen. Genau. Admiral. Ja, willst du mich verquaken? Weil, wie kommst du hier an so einer fetten Flotte von mir weg, ne? Das ist doch voll bescheuert. Und warum ist das jetzt... Wieso ist jetzt mein Familienoberhaupt hier drin? Silus. Nee, Silus, nee, warum? Okay. Ah, das da. Das ist der Admiral. Okay, sorry. Natürlich ist es nicht meine Familie, sondern das ist eine feindliche. Weil die sind nicht türkis. Junge. Gut. Normal, dann werde ich die mal wieder nochmal vernichten. Natürlich automatisch, weil das... Ja. Ist natürlich easy gewonnen. Du hast keinen verloren. Das ist natürlich superb. Gehst du außen rum? Du gehst mal hier lang. Also du gehst hier hin und du gehst über Numantia. Gut. Hier ist auch nochmal eine Flotte. Aber nur zur Sicherheit. Gegen die kämpfen wir jetzt nicht mehr. Genau. Jerusalem. Das wird nochmal... Jerusalem wurde 70 vor Christus eingenommen. Und da gab es auch einige heftige Kämpfe.
Die Rebellen von Jerusalem waren extrem die waren extrem erfindungsreich und das Problem bei denen war auch, dass sie eine Festung hatten, die als unüberwindbar galt. Also das war auf einem Riesenfelsen. Und von dem aus konnten sie halt ja, operieren, so viel sie wollten. Und sie hatten genug Essen und Ausrüstung. Und die Römer konnten sich nicht leisten. Sie konnten sich nicht leisten, lange zu warten, weil die Legionen wurden auch hier gegen die Parther und andere Stämme gebraucht. Und deswegen mussten die schnell vorankommen. Und wie sie das gemacht haben, das kommt dann 70 vor Christus. Der bekommt auch noch was. Oh, der bekommt den Bonus für die Armee. Gut, dann schauen wir mal, was. Nee. Ah, das habe ich schon wieder vergessen. So. Ja, der kann sich jetzt verziehen. Das ist die falsche Richtung. Aber ich würde sagen. Wir können versuchen, mit denen auch ein Handelsabkommen zu schließen. Die südlichen Stämme von Ägypten, damit hatten die. Mein Herr wünscht eurem Volk Geld zu geben. Bitte nehmt dieses Zeichen unserer Freundschaft an. Die zahlen mir 11.000. Nur damit wir nicht angreifen. Das heißt, die müssen schon echt groß sein. Warte mal. Nee. Also, wir hätten so oder so nicht angenommen, weil wir ja die westliche. Wo ist das? Wo war das? Da oben. In Griechenland war das gerade. Genau, weil wir eben da runter müssen und jetzt werden wir angegriffen und das werden wir. Wow, ich habe zwei Einheiten Garnisonsarmee. Das ist ja sehr viel. Wow. Ja, jetzt kommt er wieder Galoppel-Heini und macht irgendwas mit meiner Armee, natürlich. Ja, und er hat es natürlich geschafft. Hey, also Neu-Karthago tümpelt ein bisschen um Alt-Karthago rum. Feind verwundet. Sabotiert militärische Informationen. Das ist egal. Informationen, das ist auch egal. Militärstörung. Ja, natürlich hat er eine komplette Einheit bestochen. Welche Einheit war das? Wahrscheinlich eine Evocati. Ja, los. Ja, knapper Sieg. Der sagt, das ist nur ein knapper Sieg, wenn ich Schutzstellung gehe. Wegen denen oder was?
Der hat fast. Der hat 2000. Wir haben 1700. Komm, das spielen wir. Oh Gott. Ich wollte gerade eigentlich zurückrufen. Also, ich wollte das eigentlich spielen. Naja, okay. Wupsi. Warte, nee, da machen wir kein Militär. Da machen wir Futter. Nochmal Futter. Futter, Futter, Futter. Ich wollte jetzt echt, ja. Ich mach mal das da, weil das ja unser Hinterhältiger ist, also der bekommt auch List. Genau, der braucht dann das da, Geheimaktion. Genau, der Vorteil an Nachtgefechten ist, dass der Gegner ziemliche Moral-Mali bekommt. Und man selbst natürlich nicht, weil man die Armee eben drauf trimmt, das zu machen. So, das können wir ehrlich gesagt automatisch machen. Weil mit den Katapulten schieße ich den einfach raus. Automatisch und Schutzstellung, damit meine Kavallerie nicht weggeworfen wird. So, wieder zurück. Super. Schaffe ich das? Das schaffe ich nicht. Das ist mein Kaiser. Wie sieht denn der aus? Der ist schon 75. Komm, ich probier's. Ich belager sie, die werden nächste Runde sowieso mich, glaube ich, angreifen. Aber das ist in Ordnung. Ich hol die doch nochmal zurück. Also ich scoute jetzt hier nicht, weil ich brauche hier gute Leutchen. Hier, wie sieht es eigentlich hier aus? Sieht es eigentlich ganz gut aus. Rom gehört uns. Warte, da schaue ich noch mal kurz nach. Das gehört alles uns. Also können wir hier auch Loyalität machen. Damit die uns mehr mögen. 7 minus 2, 2. Ja, ich mach mal alle Loyalität sichern. Wir können zwar beseitigen machen, aber das mache ich noch nicht. Das mache ich noch nicht. So, du bekommst mal Kinder. Wobei, ja, das tausche ich dann. Gut,
Haushalt erweitert sich. Super, Eigenschaften erhalten. Siedlung verloren. Dann gehst du mal weiter. Gut. Tja, was kann ich wohl vorhaben? Ich weiß es nicht genau. Aha. Wachstum, Unterhaltskosten, Verstärkungsrate und noch ein Agenten. Baukosten. Das ist gut. Das ist gut. So, und dann nächste Runde. Tradition. Da bekommt noch jemand Tradition. Der da nicht. Der da, glaube ich, bekommt Tradition. Und Tradition ist immer gut. Rahmschaden. Gut. Habe ich schon wieder vergessen. Eieiei. Was ist denn mit dem verkehrt? Wenn ich das bei einem Gegner machen würde, dann hieß es, würde es gleich heißen, dass ich Krieg erkläre. Aber ist das nicht der Sinn von Spionen, dass nicht herauskommt? Jetzt nur noch 1500. Wenn ich für 11.000 nicht annehme, würde ich sagen, 1.000 ist es auch nicht. Da hat er mir vorhin auch schon nur 1.000. Nee, das wüsste ich ja. Ah, jetzt kommt der wieder. Tötet wahrscheinlich meinen Kaiser. Der hat halt jetzt wirklich meinen Kaiser gekillt. Ich glaub's nicht. Oh Gott. Der hat ja wirklich meinen Kaiser gekillt. Na okay, warum nicht, ne? Warum nicht? Ja, passt. Ach, das ist so einer. Aha, sieh mal einer an. Oh, Mann. Entschuldigung. Ja, moin. Gut, sorry, kurze Unterbrechung. So, ja, wir werden das jetzt ganz
gemütlich einnehmen. Aber wieso sagt er, dass ich so viel verdiene? Ah, und der hat eine. Okay, nee, dann machen wir das die nächste Runde. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bye.